Wir haben viele Vorarbeiten geleistet, aber es liegen noch große Brocken auf dem Weg, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Ich darf für die CDU sagen, dass wir alles einbringen werden an Konstruktivität, um die nötigen Kompromisse zu finden. Aber natürlich haben wir auch im Auge, dass wir eine richtige Politik für unser Land machen müssen. Und insofern wird es ein harter Tag werden. Aber ich gehe auch mit großer Energie in diesen Tag, denn wir wissen, die Menschen erwarten von uns, dass wir Lösungen finden. Und in diesem Geiste werde ich heute arbeiten und werden alle Vertreter der CDU arbeiten. Wenn wir uns an einer solchen Regierung beteiligen oder eine solche Regierung unterstützen, wenn wir an eine solche Regierung eintreten, dann unter der Bedingung, dass diese Regierung Europa stark macht. Und darüber werden wir heute Morgen verhandeln. Darüber sind wir uns aber im Grundsatz auch einig. Und wir werden heute die Fortschritte noch einmal in der Summe darstellen, die in den letzten 4 Tagen erreicht worden sind. Das ist schon eine Menge von Punkten, die wir gemeinsam identifiziert haben, als gemeinsame Interessen, wo wir vorankommen konnten. Aber es gibt dicke Brocken, die wir noch aus dem Weg zu räumen haben. Und das wird sicher heute den ganzen Tag dauern. Ich hoffe, dass wir irgendwann am Abend fertig sind. Aber wir werden uns Zeit nehmen müssen. Wir wollen zum Abschluss kommen. Aber Sie kennen das ja alle.